Heute schauen wir mal, was benötigt wird, um ein WLAN abzuschirmen. Hier steht es jetzt frei, es sendet mit 2,4 und 5 GHz. Wir schauen mal, wie stark es strahlt. Wir sehen, das Gerät überschlägt 3,6 Volt pro Meter. Extreme Strahlenschleuder. Und jetzt decken wir es mal zu. Mit einem alten Velokorb. Packen es einfach ein. Mit Fliegengitter. Die Strahlung geht etwas zurück. Ist immer noch viel zu hoch. 0,3 Volt pro Meter. Sie sehen, wie schwierig es ist, ein WLAN abzuschirmen.